Am Anfang war es nicht leicht. Ja, Mobo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. Heute bin ich getarnt als dieser hübsche Kerl hier. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt mal ein richtiger Assassine und laufe nicht rum wie so ein bunter Hund, sondern ich tarne mich tatsächlich als Zivilist. Oh yeah. Verarscht. Das war ich gar nicht. So, wir gehen jetzt hier rein. Vor allem lauf zur Moschee. Lauf dahin, wo ihr alle eingesperrt seid. Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun, ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber ein Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. War das ein Flirt, meine Liebe? Erledigen Sie einen Auftrag für Sophia, während sie nach dem letzten Polo-Buch sucht. Die will doch nur angeben. Die will sagen, oh, Ezio, der Meister-Assassine, hat Blumen geschenkt. Oh, 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 oh. Die Floristen aufsuchen, um einige weißen Tulpen für Sophia zu kaufen. Dort kriegen wir hin. Nichts leichter als das. So, das heißt, Sophia geht nämlich genau dahin, wo ich auch hin möchte. Das ist sehr, sehr interessant. Als wenn das Schicksal beide Parteien zusammenführt. Oh, nein! Ist das romantisch! Wir müssen die Assassinen. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhig. Sorry, ich wollte dich nur bestechen. Ist zu spät. Oder? Es ist nie zu spät, Freunde. Merkt euch das. Sicher wieder Selbstjustiz. Warum tut die Wache nichts dagegen? Ich wollte meine Klinge rausholen, weil ich die liebe. Ich glaube, ich mache das ganze Spiel nur mit der versteckten Klinge. Falls es nicht schon noch schwieriger wird, weil die Janitscharen sind doch schon ein bisschen härter, als ich dachte. Muss ich zugeben. Also nicht härter. Also die sind genauso doof wie alle anderen auch, aber... Man kann sie anscheinend noch nicht instant töten. Jedenfalls nicht mit dem Schwert, was ich derzeit habe, oder mit der Klinge meinetwegen. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Yalnız kaliteli mallar burada. Beğenmediğiniz bir şey. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen, weiße. Falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier. Ich komme wieder. 1 Stunde. 2 höchstens. Ich warte doch nicht 1 Stunde. Ist doch vollkommen bescheuert. So, dann folgen wir mal dem Trottel. Irgendwas dabei rauskommt. Wieso kann ich Pfeilhagel für ihn einsetzen? Ach so, viel Wachen. Okay, ich wollte schon sagen. Ach, wie ich diese Quests hasse. Wo man jemanden verfolgen muss. Wir sind immer so öde. Oder ist das Sophias Plan? Sollte ich ihn verfolgen? Wusste sie, dass ich ihn verfolge? Weil 1 Stunde, ich meine... Wer zum Teufel wartet 1 Stunde, ganz ehrlich? Es ist so ein Trick. Jetzt will ich euch erzählen.
Warten Sie eine Stunde und kriegen Sie Ihre weißen Tulpen. Gehen Sie nicht zu einem anderen Händler, der 10 Meter entfernt ist. Oh, rechtzeitig gesehen. Bitte was? Lass mich in Ruhe. Und die Freunde. Aber guckt er mir immer noch? Der läuft mir hinterher. Das soll mich in Ruhe lassen. Aktuelle Meldung aus der Kaserne der Janitschar. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass er da hinten lang rennt. Ach Scheiße, jetzt fall ich auch noch runter, weißt du. Na komm, beweg dich. Hopp, Junge, hopp. Drei weiße Tulpen pflücken, okay. Niemand verarscht mich. Ich kann mit dem irgendwie nichts machen. Sorry, ich trage deinen Korb gerne rum. Oder auch nicht. So, wie pflücke ich jetzt die Blümchen? Einfach reinspringen? Höchstwahrscheinlich ist das verboten. Ja, komm, wir nehmen jetzt einfach einen anderen Busch. Weil der eine Busch ist ja schon oll geworden, weil ich da schon eine Tulpe rausgepflückt habe. Ist klar, Dude, ist klar. Und dann packt er sie in seine Tasche. Liebe Frauen, so sind Männer. Denken sich, wozu sollte ich denn bitte sehr Rosen mit mir rumschleppen, wenn ich sie einfach in meine Tasche packen kann? Ist doch egal, wie sie danach scheiße aussehen. Es ist ja die Geste, die zählt, ne? Nicht die Schönheit. Oh, das, oh Gott, das muss ich bringen. Ich muss eine Frau kennenlernen. Nur für diesen Witz. Ich muss eine Frau nur für diesen Witz kennenlernen. Das muss ich bringen. Nein, ich bin kein Arschloch. Nein, sowas mache ich nicht. Nachher lande ich in einer Beziehung, die ich nicht will, weil ich einfach zu nett bin. Freunde, ich bin zu nett. Es ist mir schon mal passiert. Ich war einfach so nett, dass ich irgendwie in eine Beziehung gelandet bin. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ich war einfach zu nett, ich konnte nicht Nein sagen. Und dann war ich in einer Beziehung. Gut, ich gebe zu, es hat nicht lange gehalten, weil ich dann irgendwann Schluss machen musste. Aber es ist halt irgendwo scheiße gewesen. Also es war scheiße von mir, dass ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Und deswegen, ja, ich empfehle euch... Habt kein Mitleid und geht keine Beziehung ein, die ihr nicht haben wollt. Nur ein Tipp. Nehm ihn. Oder vielleicht warst du ein Kerl, ich weiß es nicht. Aber so schnell kann es kommen. So schnell kann es kommen. Man kann, wenn man nicht Nein sagt, dann landest du plötzlich irgendwo in einem Gefängnis. Was macht er da? Naja, was soll's. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Auf jeden Fall der Fall, dass ihr doch keine Erfahrung habt. So. Ach, ein Picknick wollte sie machen. So eine ist das also. Was ist das? Ein Geschenk. Bitte. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, si. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. So eine Olle bist du also, ja? Das ist Vergewaltigung, Alter. Vergewaltigung ist das. Ich bin doch keine Nutte. Eine kleine Besorgung. So, wir rennen natürlich jetzt nicht den ganzen Weg.
Wir haben auf einem Friedhof gepicknickt? Okay. Diese Frau ist krank. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ihr picknickt bitte sehr auf einem Friedhof. Oh Mann. Jedenfalls müssen wir heute weiter runter, Richtung Südhafen. Kannst du mal sehen, ich habe mir sogar gemerkt, wo der Südhafen ist. Aber Sophias Geschäft kann ich mir nicht merken. Ja. Bin genauso alt wie Ezio. Ich vergesse Dinge. So. Dann wollen wir mal das letzte Buch organisieren, bevor wir dann das letzte Buch quasi uns holen müssen. Also das letzte Buch in den Katakomben, nur das letzte Buch holen wir uns ja. Nur es wundert mich, wir haben jetzt fast die Bücher zusammen. Und aber wir sind noch lange nicht bei Kapitel 9, oder? Weil Kapitel 9 ist immer so das Ende. Und wenn, dann ist tatsächlich Revelations eines der kürzesten Assassin's Creed, die ich jemals gespielt habe. Oder ich habe einfach nur bei den anderen gebummelt. Das ist natürlich möglich. Weil bei den anderen gab es halt viele Sachen zu machen, wie zum Beispiel die Geheimnisse entdecken. Und hier gibt es halt nicht viele Geheimnisse. Ja, spring, komm. Erstmal checken, ob da oben irgendwas ist. Ja, ja. Komm, kennen wir schon alles. Das muss ich nicht nur vorlesen. Einfach nur Augen auf und... Ja, super. Jetzt gucke ich auch noch in die falsche Richtung, weißt du? Dann schauen wir mal. Das ist schon mal nicht. Ist auch nicht. Ist auch nicht. Das ist es. Das sehe ich von hier aus. Weil das ist das Einzige, was auf einer geraden Fläche ist. Aber sich eigentlich darauf konzentrieren, immer auf die geraden Flächen zu gucken. Seid gegrüßt, Defendant. Oh, sorry, hab dich übersehen. Ach man, da kann ich nicht rüberspringen. Geronimo, hä? Was? Ach, okay, das. Okay, warte. Oh nein, Ezio. Warum machst du? Das wollte ich doch nicht. Hasse dich. Ganz ehrlich, Ezio, ich hasse dich. Du machst einfach Dinge, die niemand will. Du machst einfach das, was dir gefällt, ne? Das letzte Buch. Aspos Fabeln. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ich habe keine Ahnung. So. Ich vermute mal, das wird in der Nähe davon sein. Ich hoffe es zumindest. Selbstverständlich nicht. Warum sollte es auch in der Nähe sein? Ich find's nicht. Was? Da hinten. Heilige Scheiße. Ja gut. Ja. Ist ein bisschen weit weg. Mädchenturm. Wir haben den Mädchenturm freigeschaltet. Wir können ihn kaufen. Gut. Entweder begeben wir uns jetzt zur Schnellreise oder ich laufe einfach den ganzen Weg dahin. Je nachdem, ich weiß es nicht. Ich glaube, Schnellreise würde schneller gehen. Aber dazwischen ist noch ein Turm, den ich einnehmen möchte. Bestimmt. Wenn, dann ist die Schnellreise sowieso so weit weg. Wisst ihr was, Freunde? Wir laufen einfach hin und genießen einfach mal die Zeit auf der Straße. Es ist gerade sowieso dunkel und es ist keine Sau hier da auf der Straße. Da kommen wir schnell voran. Apropos vorankommen. Meine Damen und Herren, ich stelle euch das erste Assassin's Creed ohne Pferde vor. Ist unglaublich, ne? Keine Pferde. Nur ganz viele Leichen. Die einfach aus dem Nichts kommen.
Wir haben hier Heuwagen. Wagen, die von Pferden gezogen werden. Aber wo sind die Pferde? Gibt es? Oh. Das heißt, bisher ist das einzige Assassin's Creed, was ich gespielt habe, das keine Pferde hat. Weil in Assassin's Creed 3, das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe jemals, was heißt jemals, was ich zuletzt gespielt habe, also das heißt Black Flag kenne ich gar nicht, aber da wird das wieder blind, gab es Pferde, es gab überall Pferde, außer hier. Haben die sie vergessen oder dachten sie sich einfach, das ist sowieso zu eng? Und wo gehen wir hin? Ah, da kommt noch dieses Future. Bei Assassin's Creed 3 ist das ja so, da kommen Schiffe dazu und bei Black Flag sind sie wirklich ein fester Bestandteil und ich muss sagen, ich mag diese Schifffahrt nicht, weil ich bin ein Mensch, der nicht gerne auf Vehikeln ist, wenn er ein Spiel spielt. Ich weiß nicht wieso, ich fahre sehr, sehr ungern. Im echten Leben tue ich das natürlich gerne. Was ist denn hier los? Und tatsächlich ist das auch das erste Assassin's Creed, was keine DLCs hat, keine Story-DLCs. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Massiv-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. War ja klar, dass mal sowas passiert. Berühre nicht das Wasser. Okay, das heißt, wir können eigentlich so viel machen, wie wir wollen, außer dass wir nicht ins Wasser fallen dürfen. Aber wir klettern hier doch hoch. Oder? Einen Weg in die untere Kammer des Turms finden. Mit einer Hakenklinge kannst du nichts knacken, Kollege. Ah, da wird's nie begreifen. Das ist eine stumpfe Seite. Was willst du damit knacken? Oder ist dahinter vielleicht einfach nur ein Knopf, den man drücken muss? Oh, bitte nicht, nein. Oh, die Erinnerungen kommen hoch. Die Erinnerungen kommen einfach hoch. Nein. Oh, das wird böse. Das wird richtig böse, Leute. Ganz genau. Läuft auf Zeit. Auf Zeit und bitte nicht ins Wasser fallen. Ihr könnt höchstwahrscheinlich ein paar Stunden länger rumlaufen. Oh nein. Oh. Das ist schon so nervig, ohne dass man ins Wasser fallen muss. Weil ins Wasser zu fallen ist halt verdammt nervig. Und das Wasser steigt. Das Wasser wird unaufhörlich steigen. Also nicht auch unaufhörlich, aber es wird steigen, wie ihr seht. Beine fallen rein, der Wasserspiegel steigt. Nicht gerade nur wenig. Aber das Wasser wird abgeschöpft. Ach so, es wird weniger Wasser. Die Steine fallen rein, damit immer weniger Wasser reinkommt. Okay. Das dazu. Muss ich aber erstmal den richtigen Weg finden. Schon Rätsel für sich hier bei diesem Spiel. Eine der Grabkammern, an die ich mich wunderbar erinnern kann. Weil ich glaube, das war auch die Grabkammer, die ich zum Schluss gemacht habe, weil die verdammt schwer war. Also, dieses Optionale ist verdammt schwer, dass man nicht ins Wasser fällt. Weil man hat ja auch diesen Zeitdruck. Das war schon mal kacke. Will ich nochmal auf den Hebel drücken? Naja, gucken wir uns zumindest mal den Weg an, ne?
schaffen das sowieso nicht zeitlich. Dann kennen wir wenigstens den Weg. Obwohl? Obwohl? Das war knapp. Das war knapp, Leute. Uhuhuhu. Alter Schwede. Haben wir aber nochmal Glück gehabt. Junge, Junge, Junge. Ich hab alle Hoffnung verloren. So. Wasser steigt wieder. Wasser wird abgeschöpft. Ich war kurz im Wasser. Habt ihr es gesehen? Das heißt, wir haben tatsächlich einen Fehlversuch. Jedenfalls, wenn der Fehlversuch am Anfang ist. Okay, weiter. Das sieht ziemlich nah am Wasser aus. Muss höchstwahrscheinlich runter, oder? Oder hoch? Weiß es nicht. Muss aber auf meine Schritte aufpassen. Ganz, ganz wichtig. Anscheinend haben wir ja die Zeit, uns in Ruhe umzusehen. Okay, jetzt keinen Fehler machen, Zero. Oh, das war der heikle Punkt. Da hätte man ins Wasser fallen können. So, einmal Wasser da unten bitte. Ja, das Wasser ist weg. Wie komme ich jetzt runter? Oh. Erstmal den Knopf drücken und dann überlegen, wie man runterkommt. Zwei Knöpfe? Kann immer nur Rätsel raten, wo es lang geht. Aber die Kamera zeigt einem ja so ein bisschen den Weg zumindest. So, ich versuche gerade komplett konzentriert zu bleiben. Es tut mir leid, Freunde, wenn ich gerade ein bisschen schneller bin. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ezio, ich hasse dich. Okay, oh, ich hab's verkackt. Ich fasse es nicht, so kurz davor habe ich's verkackt. Ich dreh durch. Ich bin... Oh nein! Ach Ezio, wieso musst du doppelt springen? Ich hab gar nichts mehr gedrückt gehabt. Ich hasse diesen Bengel. Ich hasse ihn so sehr, ne? Obwohl, das ist tatsächlich mein Lieblingscharakter aus allen Assassin's Creed-Teilen, aber ich hasse ihn dafür, das, was er mir immer wieder antut. Dass er Dinge macht, die ich nicht möchte. Er vergewaltigt mich quasi. Gegen meinen Willen! Wenn jemand etwas gegen deinen Willen macht, dann ist das eine Vergewaltigung. Ezio, ich werde dich verklagen. Und wenn das funktioniert, Leute, muss mir Ubisoft aber ganz schön viel Geld geben. Ich muss einfach nur sagen, dass der Charakter etwas getan hat, was ich nicht wollte. Und das stimmt ja auch, nicht wahr? So. Gut. Es wäre einfach gewesen. Wäre so einfach gewesen. Aber der eine Sprung, den man zuletzt hätte verkacken können, um nass zu werden, den habe ich verkackt. Das regt mich auf. Es regt mich richtig auf. So, Schlüssel 4 von 5.
Und den letzten müssen wir uns nämlich organisieren vor den Templern. Ja, ohne ins Wasser zu fallen, du mich auch, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ihr hättet das Wasser komplett wegnehmen können. Ich war ganz unten. Bullshit. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder in Altairs Erinnerung. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.